hier so hin. Dann. Ich hoffe, das wird jetzt so, wie ich mir das blicke. Na? Ja, ja. Oh, 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 das wird besser. Oh ja, ja. Ja, das wird schon, das sieht doch schon schön aus. Ich habe hier unten nur das Problem jetzt gerade nochmal. So eine verdammte Scheiße. Ich glaube, wir müssen irgendwann doch ein Kohlekraftwerk bauen. Ja, der Strom kommt hier unten nämlich nicht gut an. Fuck. Fick die Henne. Und die meckern schon wegen Müll. Fuck. Fuck. Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich bin mal gerade AFK. Na gut, er ist mit Strom versorgt. Ja. Ja, die Sache mit dem Strom ist gerade echt scheiße. Es gibt richtige Probleme in der Forschungseinrichtung. Ja, ja, schon klar. Scheiße. Fuck. Fick die Henne. Ich hab nicht genug Strom. Fuck. Ich hab nicht genug Strom, der zur Wasserversorgung geht. Was mache ich denn jetzt? Oh nein. Ich kann mir auch kein Darlehen mehr nehmen. Oh mein Gott, ich habe einen Burger verloren. Ist er tot? Oder habe ich den dafür vergraben, Männer? Beschissen. Fuck, ich hätte die Stadt weiter hier unten hinsetzen sollen. Oh, Menno. Ich will nicht nochmal von neu anfangen. Ohne Scheiße kriege ich eine Kritze. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn dein Problem momentan? Ich sehe doch ohne nur positives Geld, was... Genau, Geld steigt. Es geht um den Strom. Hier, man sieht, dass von der Wasserversorgung, also Frischwasser, dass der Strom nicht bis nach da unten geht. Das heißt, der hat keinen Strom gerade. Also, darum geht's mir. Das heißt, immer noch ein bisschen zu wenig Strom. Genau, ich habe immer noch viel zu wenig Strom. Und ich habe kein Geld, um so ein Kohlekraftwerk zu bauen. Wie viel kostet ein Windkraftwerk? 6.000. Da fehlt dir ja nicht mehr so viel.
Ja, aber das nächste Windkraftwerk, das setze ich dann hier unten hin. Ist zwar ja, beschissener direkt, Wind. Direkt bei der Pumpe. Ja, da ist zwar extrem. Nee, da ist Scheißwind. Was? Ja, ist komplett dunkel hier unten. Ja, eben. Je dunkler, desto besser. Nein. Je oder? Heller, desto besser. Je heller, desto besser. Besser. Guck du mal oben okay, links, ist die Leiste, die Legende. Das unten am Wasser ist aber ja. Gut, weil das stark ist von der Stärke her, aber nicht von den Turbinen. Dunkler, desto besser. Je dunkler, desto besser. Ja, ruhig heißt, da ist wenig Wind. Und deswegen sind deine Windturbinen, deswegen bringen die auch nicht viel. Ich dachte, man muss die in die... Nein, die Windturbine, die du ans Weiß gesetzt hast, die beiden sind ganz schlecht. Kann ich die nicht irgendwie versetzen? Ja. Kannst du. Die kannst abreißen. Stimmt, die produzieren sogar gar nichts. Klick sie an und dann hast du ein Dings drauf, dass du sie versetzen kannst. Konnte man das, ja? Ja. Ich wusste das nicht mehr. Erstmal wegklicken, das ist... Ah, da ist das Symbol. Und hallo, Quark. Ja, stimmt. Hallo, zusammen. Konnte man. Und ein nächster Symbol. Ich hab's gleich. Moment. Also links ist das unten da halt, links da. Ne? Genau, unten, links. Neben den Geldschein. Okay, hab's. Danke. Hm? Am besten noch so setzen, dass es direkt am Strommast dran ist, dass er direkt das Strom ins Netz speist. Ja, ja, passt schon. Hab ich schon. Das andere direkt daneben. Die Kreise da drum, die besagen nicht, dass du den Abstand halten musst, sondern die Kreise besagen, in dem Umkreis machen die Dinger unglaublich viel Lärm. Kannst du direkt daneben sitzen. So. Das heißt, ich kann nämlich hier das da jetzt abreißen. Genau, einfach umversetzen, dann hast du schon mal mehr Strom. Achso, die Stromleitung, ja. Die kannst du da erstmal wegreißen. Die kostet dich sonst erstmal nur Geld. Ja. So. Die müssten dann ja jetzt automatisch Strom kriegen hier, glaube ich, ne? Sobald das Ganze wieder anfängt zu laufen, produzierst du da unten eine ganze Menge Strom. Ja, im Moment hast du pausiert. Ja, ich habe gerade wieder angemacht. Ja, ich muss gucken, dass es blau wird. Jawohl, oh Gott, Gott sei Dank. Oh, sehr gut. Und die anderen beiden. Da drehen sie sich, Die anderen beiden kannst du auch noch umsetzen, die da oben. Und guck mal, da strömt der Strom in die Leitung. Oh, guckt euch das an. Oh, wunderschön. Warte, ich muss jetzt mal ganz kurz. Und ja, gucken. Hallo. Ja, wenn ich die Meldung bekomme, Jess spielt City Skylines, da muss ich doch hier mal reinschauen. Ja, Karan und ich spielen nebenbei hier gerade noch mit Warmer. So, sehr schön. So, wie schaut's aus? Oh ja, sehr schön. Oh ja, das gefällt mir schon besser mit dem Strom hier. Ja, das ist... Du brauchst mehr Einwohner. Oh, scheiße, ich brauch mehr. Ja, ich seh's gerade. Ich brauch mehr von euch Süßen. So. Alter. Einen Monat solltest du nicht unbedingt so dicht an dein Industriegebiet oder an die Müllhalde setzen. Die sind da nicht so begeistert davon. Haben zwar einen kurzen Arbeitsweg, aber auch eine hohe Krankheitsrate dann. Besser. Erheblich. Ja. So. Ja, jetzt kann ich auch besser planen mit dem Baum. Das ist gerade sehr viel entspannter.
freien Felder, da kannst du im Grunde genommen alles zu Wohngebiet machen. In dem Innenbereich. Meinst du? Ja. Da werden die gleich drüber herfallen wie. Würdiges Dorf, yay! Oh, wir können jetzt eine. Oh, 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 ah, hey. Oh. Kann ich dir meine Streitling übertragen? Winzige Kleinstadt. Jo. Boah, wie cool. Okay. Das muss ich jetzt mal. Lokal grünes Licht für die Erweiterung der Stadtgrenzen gegeben. Oh mein Gott, wie groß soll ich denn? Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Ich habe gar kein Geld, um so viel zu erweitern. So, jetzt machen wir erstmal eine Oberschule. Du kannst jetzt übrigens auch ein zweites Darlehen aufnehmen, ne? Gib mir noch den Kollegen da dazu. So, und jetzt noch eine Uni. Okay. Nee, warte. Feuerwehr. Oh Mann, das kostet so viel Geld. Wo soll ich das ganze Geld hernehmen? Wie viel kostet der? Ach, zwei Alter. Wie soll ich das denn machen? So, ich wollte noch ein Darlehen. Ja, anders kriege ich das doch hier nicht bezahlt. So. Ja, wo setze ich die Polizei hin? Also hier so mitten in der Stadt am besten, glaube ich, ne? Du siehst ja, wenn du ein bisschen rauszoomst und die Polizei setzen willst, siehst du ja, wo die Straßen richtig schön krass grün sind und wo sie abnehmen. Das ist der Wirkungsradius, wo die gut patrouillieren können. Bei deiner Stadtgröße mitten rein passt. Wow, so viele Smileys. So. Hatte ich jetzt schon Bestattungswesen? Nee, hast du noch nicht. Nee. Ist das so teuer? Du hast ihn angegriffen. Ja. Hast du eine Arztpraxis schon gebaut? Ja. Okay. Ja, dann solltest du jetzt deine Straßen erweitern für neue Gebiete. Mit welchem Geld? Ich sehe da unten noch 40.000 noch ungefähr. Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich jetzt weiter vernetze. Kleinen Tipp, du solltest vielleicht ein etwas abseits gelegenes Industriegebiet gründen und das da in der Mitte rausziehen. Dass das Industriegebiet halt nicht deine Leute da so. Ja. Du stinkst. Du hast an der Seite hast du so ein Herzbutton bei den Infotafeln. Ja. Wenn du da draufklickst, dann wird dir angezeigt, wie die Gesundheit deiner Leute ist. Da kannst du auch ungefähr sehen, wie sich das auswirkt alles. Okay. Du siehst halt unten links zum Beispiel in deiner Stadt, da siehst du, dass da Häuser, die ganz dicht an einem Industriegebiet sind, die sind rot, obwohl die zum Arzt gehen können. Die werden einfach den ganzen Tag voll gesmockt. Und ja. Das ist das, was ich meinte mit Industriegebieten, nicht so dicht an. Aber sonst, dein Straßendesign gefällt mir auf jeden Fall immer gut. Ist nicht so gerade, wie man es sonst gewohnt ist. Ich versuche es abwechslungsreich zu halten, also ja, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich weiterbauen will.
Aber ich habe ja jetzt mega viel Platz nochmal bekommen. Vor allem, du kannst, glaube ich, jetzt auch nochmal, du kannst eine neue Karre kaufen auch, ne? Also von daher. Eine neue Karte? Eine neue Kachel. Du hast unten diese kleine Erdkarte, links. Ja. Über dem. Wenn du da drauf klickst, da wird dir dann nämlich gezeigt, wie, welche Karten, welche Kacheln, also das nennt sich Kacheln, du drumherum kaufen kannst jetzt gerade. Ach, cool. Also kannst du deine Stadt dann wirklich in die Richtung weiterentwickeln, oder links oder rechts oder weiter Richtung die Autobahn halt, würde sich erstmal das lohnen. Das ist ja lustig. Preis $5,300. Ach cool. $2,500. Wie viel willst du hier? $4,700 und hier $3,000 für. Ich nehme die für 2500, dass ich noch ein bisschen Wasser kriege. Kein Schiff, kein Zug, keine Autobahn. Okay, und wenn ich hier drauf gehe, ausgehende Flugzeug. Ja, da kannst du halt einen Flughafen bauen, aber da ist halt in dem Gebiet liegen keine Schienen und du hast da keine Schiffsanbindung. Da in dem Gebiet zum Beispiel nach Norden hin, wo die Autobahn ist, da hast du auch irgendwo eine Eisenbahnleise. Die kommen erst später. Ja, für ausgehende Verbindung Zug. Ja. Aber die kann ich ja jederzeit kaufen. Ja, genau, die kannst du jederzeit, aber die kannst du erst später anbinden. Also wird sich rechts oder links eins von den beiden erstmal jetzt momentan gerade mehr lohnen. Ja, mal kurz sagen. Ja, dann nehme ich erstmal die für 2500. Ja. Bevor ich jetzt zu viel ausgebe. Boom. Das ist cool. Okay, guck mal. Baby. Muss das so dunkel sein? Es ist Nacht. Ja. So, gucken wir doch mal. Dann baue ich jetzt... Du bist immer noch auf Pause gestellt. Ja, das ist Absicht. Ich würde jetzt erstmal bis zum Tag weiterlaufen lassen, sodass du überhaupt was siehst. Na, und unsere Industrie auch, hoffentlich wird das bei den Gebetsabgründen berücksichtigt. Ich find diesen Vogel da oben einfach super cute. Das freche Vieh da oben? Ja, ich finde total super. Ich weiß nicht, der gefällt mir. Der ist total süß. War irgendwie fast klar, dass Saika das Ding super findet. Ich find's sehr nervig. Ich find den auch total süß. Wenn er nicht immer so freche Sachen mir in den Kopf werfen würde. Ja. Bist du dämlich? Kannst du nicht endlich mal ein Altersheim bauen? Bist du dumm? Oh, Nacken, der knackt es mal schon hier. Ich könnte ja rein theoretisch ein Industriegebiet da hinten bei der Müllhalde deponieren, oder? Richtig, dann nachher so ein bisschen draus lagern und dann kannst du hier in dem Gebiet mehr deine Innenstadt ausbauen. In der Mitte der Karte. Vor allem, du hast da drüben ja auch schon, glaube ich, die Müller. Genau, die Müller hast du auch schon da drüben auch draußen. Komm, werd mal Tag, damit ich weiter bauen kann, Digga. Oh, jetzt mache ich wieder Minus, ne? Ich könnte es kotzen. Geringe Nachfrage an Gewerbegebieten. Uff. Okay, machen wir hier noch ein bisschen. So. Ja, Wohngebiet, komm. Gib ihm. Oh, Gewerbe wird jetzt gerade ganz stark gefragt. Oh Gott, er leckt mich doch an der Eier, doch. So, hier zwischen den Schulen nochmal dicke Geschäfte. Ich baue gleich neue Straßen, hau mich anzuschreien. Mensch, ich warte nur, ob das Tag wird. Oh, jetzt wird da hinten gemeckert wegen Strom, ne?
eigentlich bist du versorgt. Laut Karte. Nein, das stimmt nicht. Aber warte. Nur weil die Müllhalde keinen Strom braucht. Jetzt ist er versorgt. Jetzt haben sie es angeschlossen. Komm, Wetttag.